Next Level. Hello Friends, und tatsächlich habe ich mich dazu entschieden, nochmal eine Winter Food Edition an News zu machen. Ich glaube, das ist jetzt Part Nummer 3. Wie viel gibt es bitte dieses Jahr? Und auch in meinen normalen Food News, falls ihr die noch nicht geschaut habt, habe ich auch noch Wintersachen inkludiert. Und das war eigentlich auch der Plan für das nächste Food News Video. Aber dann habe ich noch so viele Sachen gefunden, wo ich dann so war, hey komm, lohnt sich auch nochmal eine Einzel-Edition. Deswegen seid vielleicht nicht verwirrt bei dem Activia. Ich weiß gerade selber nicht mehr, was ich da gesagt habe, weil ich glaube, ich habe gesagt, dass es ausnahmsweise jetzt nochmal Weihnachts-News gibt. Aber es gibt das ganze Video jetzt Weihnachts-News, weil das habe ich nämlich schon vor ein paar Tagen gedreht mit dem Activia. So, nur dafür, das ist zum Verständnis. Aber ich würde sagen, es geht mit Weihnachts-News weiter. Es ist vielleicht nicht alles ganz neu, also mal schauen, was ich noch so finde. Aber ich versuche darauf zu achten, dass es neue Sachen sind, Weihnachts-Edition etc. Vor allem Sachen, die ich natürlich noch nicht kenne und deswegen für euch teste. Ich sage euch vor allem, wie es schmeckt, wo ihr es herbekommt und wie viel der Spaß gekostet hat. Ja, auf geht's! Und zwar starten wir das Ganze mal mit etwas, was ich selten getestet habe bisher, weil ich die von... Das ist eine Marmelade, by the way. Und von irgendeiner Marke hatte ich letztes Jahr schon alle Sorten durchgetestet in meinem Weihnachts-News-Video. Und auch die gleichen Sorten gab es dieses Jahr wieder. Das waren diese Schlittengebimsel. Ich weiß nicht mehr, ich weiß wirklich nicht die Marke mehr. Zott? Maybe. Genau, aber ich habe jetzt von Schwartau eine Sorte bei Netto gefunden. Das ist jetzt Samt-Brombeere à la Mandelhörnchen. Oh mein Gott, Mandelhörnchen-Liebe. Das ist jetzt ohne Stücke und ohne Kerne. Die hat 2,29 Euro gekostet für 270 Gramm. Tschüss. Ich kann es irgendwie gerade nicht so richtig definieren. Das ist schon ganz lecker, aber irgendwie verwirrt mich so ein bisschen dieses Brombeere und Mandelhörnchen. Also es schmeckt halt so ein bisschen nach Marzipan. Aber Mandelhörnchen, huiuiui, das ist weit hergezogen. Es sieht cooler aus so mit dem Mandelhörnchen da auch drauf. Und schmeckt dann doch nicht ganz so intensiv nach Mandelhörnchen. Aber es schmeckt trotzdem lecker. Schmeckt, könnte ein bisschen fruchtiger noch schmecken. Ist mir ein bisschen sehr einfach nur süß. Also, dass so ein bisschen der originäre Geschmack verloren geht. Kann man die sich holen? Ich würde es mir jedoch nicht nochmal kaufen. Von daher bekommt sie 6,5 Punkte. Dann kommen wir zu Pick-up Spekulatius. Tatsache habe ich die noch nirgends bisher gefunden gehabt und auch bei Netto das erste Mal gefunden. Also überhaupt fehlen mir eben noch so diese ganzen Discounter-Food-News. Also wird es wahrscheinlich jetzt auch die Tage nochmal für mich zu Lidl und Aldi gehen. Aber gut, das seht ihr dann 2 Minuten wahrscheinlich später in diesem Video. Ich spoilere schon mal. Genau. Pick-up Spekulatius. Ich bin mir nicht sicher, ob es das letztes Jahr schon gab. Die Leibniz Spekulatius gab es nämlich letztes Jahr schon. Die fand ich... okay. Fand ich, glaube ich, nicht so special, aber auch in Ordnung. Mal schauen, was Pick-up kann. Achso, ja, ich rede übrigens von den normalen Leibniz-Keksen. Ich habe gerade im Kopf gedacht, okay, Pick-up ist Leibniz, Pick-up ist Leibniz. Und dann habe ich gelesen, Pick-up ist Leibniz. Ja. Oh nein, vor allem, ich denke mal, dann wird es halt genauso schmecken wie die Kekse. Weil ich sehe auch jetzt schon, das ist wieder dieser Keks außenrum, der so ein bisschen spekulatiusartig ist. Und dann in die Schokoschicht. Aber es riecht schon mal lecker. Wie man sieht. Ja, ich glaube, das mag ich auch lieber als die Kekse. Weil ich glaube, auch hier ist es wieder die Schokolade, die innen drin ist, ist die ganz normale Pick-up-Schokolade. Und ich feiere halt diese ganz normale Pick-up nicht so sehr. Die ist mit Milchcreme ist halt immer mein Favorit. Und wenn sie hier jetzt noch eine Creme reingesetzt hätten, dann, boah, das müssten sie mal machen. Verstehe ich nicht, warum sie das nicht gemacht haben, weil die ganzen Cremesorten sind ja eigentlich viel spannender. Naja, wäre mal eine Anregung fürs nächste Jahr. Trotzdem ist es lecker, der Keks außenrum schmeckt eben sehr intensiv nach Spekulatius, schmeckt weihnachtlich, also schmeckt halt wirklich literally halt wie ein Pick-up mit Spekulatius. Kann man machen, bekommt 8 von 10 Punkten. Und dann etwas, worauf ich super gespannt bin, und zwar ist das Zott Lieblingstrio in der Sorte Bratapfel. Das sind so cremige Milchsnacks und ich muss sagen, da wäre eigentlich auch, das wäre passend auch für mein Ich habe noch nie gegessen Video, weil ich Zott Milchsnacks noch nie gegessen habe. Ihr vielleicht? Wenn ja, tell me. Überhaupt, was davon kennt ihr schon? Was davon möchtet ihr jetzt unbedingt probieren?
Erzählt mir gerne in den Kommentaren. Die haben jetzt eben auch 1,99 bei Netto gekostet und da sind 8 solcher Snacks drin. An sich ist es ja schon so gedacht wie so eine Milchschnitte. Es riecht künstlich. Mal schauen. Entweder meine Augen sind so richtig blind, aber die Farben sind hier auch schon ein bisschen intensiver als hier drin. Vor allem kann man dieses Gelb gar nicht da richtig rausempfinden. Schade, davon habe ich mir echt viel erwartet. Ist auch einfach viel zu süß. Also richtig, richtig süß. Es schmeckt einfach nur noch irgendwie süßiger, wappiger Sachen. Die Schicht innen drin ist gar nicht lecker. Dieses Außenrum auch nicht. Schmeckt auch nicht nach Bratapfel. Schmeckt einfach nach künstlich gesüßten, ganz intensiv gesüßten irgendwas. Auch schade. Nee, holt euch das auf keinen Fall. Nee, das bekommt 2,5 Punkte. Dann aber zu einer Weihnachtssorte und zwar von Activia gibt es auch Weihnachtsjoghurt. Activia habe ich gar nicht so oft gegessen, weil die ja auch irgendwie, die sprechen mich auch nie so doll vom Design an und dann finde ich irgendwie nie heraus, wenn die neue Sorten haben. Naja, aber jetzt. Und das war die Sorte Hafer, Apfel, Zimt. Die klingt für mich so eine richtig schöne Weihnachtssorte. Das Viererpack hat jetzt 1,99 gekostet. Da sind 100 25 Gramm, glaube ich, pro Becherchen drin. Nee, 115 Gramm sogar nur. Oh, das riecht schon mal sehr winterlich. Also hier seht ihr, das hat auch hat Stücke auch drin. Hat, ich denke mal, Apfelzimt, Haferstückchen drin. Das schmeckt super intensiv. Und auch richtig lecker intensiv. Das ist fast nochmal so ein Ticken besser als diese ganzen anderen Wintersorten, die ich jetzt hatte. Das ist genial. Die Sorte könnt ihr auf jeden Fall holen. Für alle Weihnachtsliebhaber. Ich schmecke komplett nach dem, was da drauf steht. Und ist genial. Also die bekommt 9,5 Punkte. Wirklich. Alle, die es bis hierhin geschafft haben. Ich habe mir überlegt, wie ich nicht vorher auf die Idee kommen konnte, aber es ist Weihnachtszeit und ich weiß, es wimmelt zwar von so vielen Gewinnspielen, deswegen mache ich eigentlich auch nicht so viele zur Weihnachtszeit, weil irgendwie das so ein bisschen Overload immer annimmt, wo ich mir dann so denke, ach, weiß ich nicht, ist ja dann auch irgendwie, also, aber es ist ja andererseits auch voll schön, weil ihr freut euch, das ist super doll immer, wenn ihr was gewinnt und ich freue mich auch immer so sehr, euch eine Freude zu machen. Übrigens, ich gebe das auch nicht offiziell bekannt, wenn wer gewinnt, das darf ich nicht. Ich darf eure Sachen reposten, wenn ihr dann mich verlinkt im Endeffekt etc., aber das machen auch nicht viele, weil, also klar, ich würde das sofort machen, weil ich habe einen öffentlichen Account, aber jeder, der irgendwie so einen privaten Account hat, würde jetzt nicht unbedingt so ein Gewinnspiel taggen und in der Story posten. Deswegen machen es leider nicht so viele, aber ich versuche immer zu reposten, was geht. Und ja, genau, es gibt ein Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich 3 Weihnachtsüberraschungspakete gewinnen und in diesen Paketen werden die Dinge sein, die ich jetzt hier als Food-Neuheiten getestet habe. Also nicht meine angesabberten Teilchen, obwohl die paar vielleicht auch ganz gut finden würden und kaufen würden. Aber nein, wir nehmen verschlossene Packungen, also ich werde nochmal die Food-Neuheiten einkaufen, Christmas-Food-Neuheiten, die ich in den letzten Videos so getestet habe und werde 3 große Gewinnerpakete machen und die dann eine Woche nachdem das Video online war, verlosen. Ja, genau. Also ich freue mich, wenn ihr euch freut. Und Teilnahmebedingungen, man kann es leider wirklich nur über Instagram machen, weil ich kann euch über YouTube nicht adressieren. Deswegen auch diesmal wieder bei Instagram. Schreibt mir dort Christmas-Gewinnspiel, dann seid ihr mit im Lostop. Wenn ich nicht jedem manchmal von euch antworte, dann heißt es nicht, dass ihr nicht mit dabei seid. Dann heißt es einfach, dass ich gerade nicht ganz hinterherkomme mit den DMs. Es sind ja auch immer super viele von euch, die teilnehmen. Aber ich nehme es alles wahr. Vor allem auch die im unbekannten Ordner, die noch nicht mit mir geschrieben haben. Das dauert dann manchmal noch ein bisschen länger, weil erst kommen die eh schon ganz treue Fans sind. Genau, und folgt mir natürlich bei Instagram. Also mir folgen, mir schreiben, gewinnen. Und jetzt geht's weiter. Und zwar gibt es dieses Jahr neu von Alnatura Marzipantaler. Alnatura hat ja auch immer so ihre eigenen Christmas-Produkte und da kenne ich auch viele schon von, aber die Marzipantaler sind dieses Jahr neu oder also stand ja auf jeden Fall neu bei uns dran und ich kenne sie noch nicht und viele von euch bestimmt auch nicht. Die Sachen von Alnatura gibt es bei uns aber auch so im Butni, Rossmann,
Nee, Rossmann nicht. DM. Einer kooperiert jedenfalls mit einer Tora. DM. Ja, genau. Und da bekommt ihr solche Sachen auch manchmal her. Und ja, Edeka auch. Da sind jetzt 100 Gramm drin und die haben 2,69 Euro gekostet. Und ich sehe, hier ist auch schon so eins ein bisschen auf. Eigentlich ist das wirklich nur Marzipan und Zartbitterschokolade. Halt eigentlich gar nichts Spannendes, ne? Ja, so schmeckt es auch. Steht ja auch drauf. Bio-Marzipan und Zartbitterschokolade. Aber es ist lecker. Es ist ein gutes Verhältnis zwischen Marzipan und Zartbitter. Nee, also sie sind schon lecker, die Scheibchen. Dann kann man sie auf jeden Fall holen. Würde ich mir auch, glaube ich, nochmal holen, weil ich ein Marzipan-Fan bin. Bekommen, weil es auch nichts Besonderes ist, 7,5 Punkte. Dann, was aber eher besonders ist, ist die neue Sorte von Lindt, Cinnamon Buns. Da bin ich mir auch nicht sicher, gab es die letztes Jahr schon? Kann sein, muss nicht sein. Da wird es auch wieder 100 Gramm 2,29 Euro gekostet. Hätten mal eine vegane Weihnachtssorte rausbringen sollen. Aber auch die, es riecht sehr lecker nach Zimt. Ich habe das Gefühl, die habe ich schon mal gegessen. Oh Mann, holy, wie kann mein Gedächtnis so schlecht sein? Dann gab es die letztes Jahr schon. Oder ist irgendein Produkt einfach super danach gemacht, weil es schmeckt halt wie diese typische Winterschokolade. Es ist halt einfach eine ganz normale Schokolade mit ja, so einer Zimtcreme innen drin. Ist aber auch sehr, sehr lecker. Also ich mag es total. Ich liebe es ja eh, dass die Füllungen immer so ein bisschen weicher sind bei Lindt. Und von daher kann man sie nicht gut holen. Schmeckt eben nach Zimt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es krass nach Cinnamon Roll schmeckt. Also es klingt immer so nach Kuchen und sowas noch. Oder so Gebäck. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ist lecker, kann man sich holen, würde ich mir auch wiederholen, habe ich mir wahrscheinlich auch gerade damit wiedergeholt und bekommt 8 von 10 Punkten. Und dann auch bei Rossmann gefunden, darüber habe ich auch gar nichts mitbekommen, gab es die letztes Jahr schon, aber die habe ich never ever gesehen. Und zwar Lebkuchenschokolade von Ritter Sport für 1,39. Nee, die kenne ich noch nicht. Den Geruch, den hätte ich mir gemerkt. Oh mein Gott, also wirklich, die riecht so gut. Und ihr seht auch, wie da so eine cremige Lebkuchenschicht ist. Next Level? Next Level. Die Schoki ist wirklich mal was Besonderes für mich. Das ist wie, als wäre da Marzipan-Schokolade drin. Marzipan? Marzipan-Schokolade. Also von der Konsistenz her ist es so wie Marzipan und hat aber eben Lebkuchengeschmack. Das ist richtig gut. Also die müsst ihr euch holen. Das ist für mich wirklich auch mal was Besonderes. Ich liebe eh die Füllungen bei Ritter Sport, deswegen die bekommt. Könnte noch ein Ticken specialiger schmecken, deswegen 0,5 Abzug, aber bekommt 9,5 Punkte. Oh mein Gott, Friends. Und ich bin hin und weg. Es schmeckt genauso lecker, wie es aussieht. Und das sind gefüllte Bliss Balls von Oatsum. Mit cremigen Kernen, mit cremigem Mandelmus. Das ist jetzt Lilly Lebkuchen. Es gab auch noch eine Sorte, die war nicht so weihnachtlich. Aber diese Sorte ist Heaven. Wirklich. Es kostet zwar auch 1,95 Euro, was echt teuer ist für zwei so Balls. Aber es schmeckt wie Lebkuchen pur. Wirklich. Es schmeckt wie Lebkuchen. Es ist vegan, 100% natürlich, bio. Wirklich ein perfekter Snack. Also es ist einmal auf Dattelbasis, genau, hier seht ihr Dattel, Mandelmus, Mandeln, also top Zutaten. Der Geschmack, Weihnachten pur, die müsst ihr euch unbedingt holen. Also die bekommen 9,5 Punkte, ja. Gefunden übrigens bei DM. Dann auch endlich gefunden, zwei die Sorte Manna, Bratapfel, Zimt, Winterglück. Oh, ich bin schief. Na, das geht aber nicht hier. So. Die ist nämlich sogar ausnahmsweise oder aus Versehen eher gesagt vegan. Und ich hatte ja letztes Mal die Sorte Spekulatius. Die fand ich so lalala. Mal schauen, was Bratapfel tut. Riecht winterlich. Ich finde echt Bratapfel-Dinge, Süßigkeiten, werden richtig schlecht gemacht. Die werden so künstlich hergestellt. Hat das halt einfach einen ganz, ganz künstlichen Geschmack. Und schmeckt wie diese Zottschnitten, die ich hatte. So schmeckt der Bratapfelgeschmack. Aber Bratapfel ist eigentlich was voll Leckeres, aber in diesen Süßigkeiten schmeckt es einfach immer nur nach süß und Kunst. Ja, super schade. Also die müsst ihr euch wirklich nicht holen. Da auf jeden Fall war Spekulatius einiges leckerer.
Und Friends, oh mein Gott, ich habe so ein leckeres Dessert gefunden. Die gibt es neu bei Rewe. Cheesecake Spekulatius. Das sind ja immer diese kleinen Dessertgläschen. Eignet sich eigentlich auch richtig gut für Weihnachten dann. Und ja, gibt es im Kühlregal. Und oh mein Gott, also wirklich, es ist so lecker. Also obendrauf ist eben diese geile Spekulatius-Creme, die gefühlt auch schon, die gibt es ja auch so pur zu kaufen. Dann eben so Cheesecake und nochmal so Spekulatius-Boden. Also ungelungen, das bekommt 10 von 10 Punkten. Es ist so geil. Also ist schon ziemlich süß, aber es ist einfach heaven. Also das müsst ihr unbedingt kaufen. Haltet auf jeden Fall mal die Augen offen, wenn ihr das findet. Und ja, gekostet hat es übrigens 1,79 €. Also ich finde, das geht auch vollkommen. Und auch eine neue Sorte, Spekulatius-Creme mit Birne. Also auch wieder vom Konzept ganz ähnlich. Da ist es ein bisschen weniger enthalten. Es hat jetzt auch nur 1,49 € gekostet. Und ich muss sagen, also es soll ja nach Spekulatius-Creme schmecken. Und da unten sind eben Birnenstückchen. Also irgendwie diese Creme schmeckt einfach nur nach einer weißen Creme, aber nicht nach Spekulatius. Das fehlt mir irgendwie ein bisschen. Also mit der Birne ist ganz lecker da unten, aber... Nee, vor allem im Vergleich zu dem anderen auf jeden Fall das andere. Das hier ist echt so ein bisschen, ja, langweiliger, aber halt auch so ein bisschen leichter vom Geschmack her. Deswegen, das bekommt 7 von 10 Punkten. Und das war's auch schon wieder mit den Food News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, lasst mir in den Kommentaren eure Meinung zu bestimmten Sachen da. Ich bin immer sehr gespannt. Und habt ihr vielleicht noch Food-Neuheiten entdeckt, die ich noch nicht gesehen habe? In den nächsten Videos werde ich auf jeden Fall nochmal zu Lidl und Aldi, weil da... Das habe ich in dem Video nicht geschafft. Irgendwie, das ist nicht bei mir in der Nähe und ich gehe, wirklich, ich nehme es mir die ganze Zeit vor. Aber Pinky Promise, next video. Also, ich hoffe, ihr hattet viel Freude damit. Fühlt euch ganz, ganz fest geknuddelt. Bleibt vor allem in der jetzigen Zeit einfach ganz, ganz stark und ja. Natürlich vergesst auch nicht das Gewinnspiel. Da könnt ihr auch, jetzt ist eure Zeit. Jetzt habt ihr das Video fertig geguckt und jetzt könnt ihr euch an mich wenden bei Instagram. I'm there for you. Und ja.